Moinsens und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play von Brickforce. Eine spitze Angelegenheit, sorry. Die Waffe könnte man genauso gut im Ganzen auf Gegner werfen, bla 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 bla. Und unser Dank für dieses coole Waffendesign geht an Mini Dave. Jetzt, deutsche Sprache, schwierige Sprache, kennt ihr ja alle. So, wir spielen heute eine Runde Zombie. Ich weiß, geht euch allen auf den Sack, aber das war auf Anhieb jetzt die beste Map, die ich finden konnte. Zombie ist halt ein bisschen Pech, dass das Zombie ist. Und ja, ich möchte jetzt nochmal, weil ihr wisst ja, bald ist Weihnachten. Und da würde ich gern euch mal fragen, wie sieht es bei euch aus mit Geschenken? Habt ihr euch was Bestimmtes gewünscht? Werdet ihr irgendwas Spezielles an Weihnachten machen? Und so weiter und so weiter. Da die Leute ja sowieso nur immer die erste Minute von meinem Video gucken, bis auf zwei, also Failgamer hier 0 kenne ich. Unter die Kommentare geschrieben, erstmal vielen Dank an dich dafür. Und der andere fällt mir gerade nicht ein, tut mir leid, der Name war einfach irgendwie, ja, keine Ahnung. Ich habe es mir nicht gemerkt. Und ja, da würde ich einfach mal, wie gesagt, nochmal fragen, wie sah es denn bei euch? Habt ihr schon mal so, was war euer schlimmstes Weihnachtsgeschenk, was war euer bestes Weihnachtsgeschenk? Habt ihr schon mal irgendwie einen besonderen Moment oder sowas gehabt? Bitte, alles, für alle Leute, die dieses Video gucken, bitte Leute, schreibt es in die Kommentare, mich interessiert es echt wirklich. Und da würde ich nämlich gleich mal anfangen, mein bestes Weihnachtsgeschenk, was ich je zu Weihnachten bekommen habe. Das weiß ich noch ganz genau, das steht mir heute noch vor Augen. Das war damals, ja, wunderbar, hat die Runde perfekt geendet. Bitte hoffen, bitte mal, dass er mich nicht kickt. Ich bin Dustin, ich bin ein Mongo! So, jetzt, dann brauche ich jetzt mal ganz kurz noch einen neuen Raum. Das wird aber, glaube ich, nicht so sehr allzu leicht sein. Was soll's, geht die Runde heute mal für euch länger. Für euch mache ich das doch gerne. Oh, das sieht aber alles aus wie so eine Farm-Map, ey. Na, da wurde ich ja rausgekickt. Guckt hier. Ihr habt es im Chat gelesen hier. X-Fahrzeug, verschiedene goldene Waffen. Dann, ja. Alles klar, dann gehen wir auf die Map. Welche Map gehe ich denn jetzt? Komm, VIP-Lager geht immer. Kurz Werbung für VIP-Lager machen. So, passt auf, Leute. Und zwar mein bestes Weihnachtsgeschenk. Ich wollte es die ganze Zeit sagen. Ich bin einfach zu leicht vom Thema abgeschweift. Das weiß ich damals noch ganz genau. Ich habe damals, ich bin übrigens immer noch ein übelstes Nintendo-Kiddy. Und ich bin einfach Nintendo-Fan. Ich habe 3DS, 3DS XL, alles gehabt. Und dann habe ich mir damals zu Weihnachten nichts anderes gewünscht als den 3DS. Das war damals so... Wer war ich nicht gewünscht? Da habe ich auch gesagt, ihr könnt von mir aus alles Geschenke weglassen. Bitte gebt mir nur dieses eine Geschenk. War damals knapp 200 Euro. Muss ich auch 100 Euro selbst dazu geben. Und also ich habe das dann damals unter Weihnachtsbaum gefunden. Und ich war damals so glücklich. Ich glaube, ich habe sogar vor Freude geheult. Weil es einfach... Ich habe mir das fast ein halbes Jahr lang gewünscht oder so. Bis ich das dann endlich bekommen habe, da habe ich vor Freude einfach Tränen geweint. Weil es einfach... Ja, es hat mich so gerührt. Es war so schön für mich. Das weiß ich ja heute noch, das steht mir immer noch vor Augen. Mein schlechtestes Weihnachtsgeschenk, reden wir eher von dem schlechtesten Weihnachten, das war letztes Jahr. Ich hatte mir von meinen Eltern, weil ich einfach unter einer finanziellen Krise litt, nur Geld gewünscht. Und, ja, sagen wir es so. Ich habe, das, wie gesagt, ich habe mir nur Geld gewünscht. Was lag unter Weihnachtsbaum? Ein Massen an Büchern, wirklich massenhaft Bücher. Bücher, Bücher, Bücher. Dann lagen da noch Massen an Klamotten unten drunter und ein Deo-Spray. Und das war's. Und Geldscheinen? Doch, doch. Ich habe gerade nachgedacht. Stimmt, es lag ein Geldschein unter dem Baum. Ein 20-Euro-Schein. Das war's. Also ich will jetzt nicht undankbar sein. Ich weiß, es gibt in anderen Ländern Kinder, die wissen immer, was Weihnachten ist. Die warten hier vergeblich auf Weihnachtsgeschenke. Aber damals, ich glaube, damals habe ich echt geheult. Das war diesmal nicht aus Rührung, sondern einfach aus Enttäuschung. Weißt du, ja, ich habe mir nur Geld gewünscht, weil ich einfach so pleite war. Das war damals noch, glaube ich, das war damals, glaube ich, sogar noch, wo ich so übelst in Brickforce aktiv war. Und da wollte ich unbedingt einfach, ja, Geld haben, weil ich wieder wie was in Brickforce payen wollte. Ich glaube, ich kann ja mal mein altes Outfit, das werde ich jetzt bald mal machen. Im nächsten Video werde ich mal so in Erinnerung an gute alte Zeiten mal in meinem alten Outfit spielen. Und ich weiß noch ganz genau, wie das war. Das war ich damals noch. An dieser Stelle nochmal Gruß an Elite One Up. Ich habe ihn wahrscheinlich verloren als Kumpel. Wir haben jetzt seit fast 2 Monaten nicht mehr geredet. Weil wir haben einfach beide viel... Ich habe Schule, er hat Training. Und ja, wir haben uns sehr lange nicht mehr gesehen. Aber ich möchte nochmal immer wieder... Ich kann es nur wieder sagen. Ohne dich wäre ich jetzt nicht an diesem Punkt, dass ich noch Brickforce spielen würde. Weil damals hat ja mein anderer Kumpel... Zu dem sage ich jetzt immer bitte nichts. Aber sagen wir es so, ich mache mir Sorgen um ihn. Das möchte ich jetzt im Video nicht genau ausführen, das ist sehr privat. Aber ich habe Angst um ihn. Wirklich Angst.
Aber mehr sage ich dazu auch nicht. Jedenfalls, als der damals dann inaktiv geworden ist, hab ich dann... Was war denn das? Genau. War ich dann eigentlich... Hatte ich keinen Bock mehr und alles auf Brickforce, aber da war halt mein Freund, weil der hatte ja gerade neu angefangen. Komm, bitte spiel ein bisschen mit mir. Und ich weiß noch ganz genau, wie ich... Ich hab damals noch nicht den Laptop, sondern den Lappy meiner Mom. So ein richtig Gammel-PC einfach nur. Das war... Das, oh Gott, wie lange war das denn her? Das war saulange her. Und als ich halt diesen Gammel-PC hatte... Da war ich dann immer unten und der hatte damals noch die besseren PC, konnte 8 gegen 8 flüssig spielen, bei mir war es damals höchstens 4 gegen 4 flüssig. Mit Fraps ging schon gar nicht, Aufnahmen und alles. Da war einfach, da ging nix war da. Und, was war, genau, und dann habe ich halt damals mit meinem Freund gespielt, dann hat er das erste Mal angefangen zu payen und dann... Hat er dann auch das erste Mal gepayt, nicht nachzukommen. Willst jetzt nicht den Anschluss verlieren, payst du auch mal. Und dann ging alles los. Das war, glaube ich, damals Gymnasium oder so. Ich kam von der Schule nach Hause. Ich habe meine Ranzen unten hingeschmissen, bin hochgerannt. Hab den PC angeschmissen. Weil mein Freund hatte damals auch immer so zur... Ich glaube, der hatte immer früher aus als ich, das weiß ich noch. Da hatte er immer so früh Schluss. Und das weiß ich noch ganz genau, wie er dann immer... Wir dann immer zusammen gezockt haben. Wir haben das damals auch... Das hatte ich ja noch kein Headset und sowas, da hatte ich ja nur so einen gammel Kopfhörer und, nee, da hatte ich noch nicht mal einen Kopfhörer. Nur noch so Outgame-Sound. Und da habe ich immer so mein Telefon genommen und habe den angerufen zu Hause und dann hatte ich das immer so, hingelegt. Hab dann immer so mit dem geredet. Und das war damals für mich so wirklich die Erfüllung meiner Träume. Ich hatte einen Bro, der mit mir gezockt hat und der, ja, mit dem hatte ich Spaß wie noch nie. Also jetzt hier bitte nicht pervers denken, aber... Das war für mich wirklich einfach schönste Zeit meines Lebens damals. Dann gab es noch diese Zeit, wo wir in der... Hier, wie war das? Scheiße. Da sind wir irgendwie alle zwei Stunden... Nein, nicht zwei Stunden. Alle 30 Minuten war das. Sind wir von einem Clan zum anderen gehoppt. Bis ich dann damals in Unlimited reingekommen bin. Die Geschichte habe ich jetzt schon mehrmals erzählt. Die erzähle ich jetzt nicht noch einmal. Aber das war damals wirklich ein historischer Beginn mit Unlimited. Da habe ich dann auch easy... Damals war es noch ein... Nee, Unholy Rush war das damals. Nee, Unholy Rush, genau. Damals habe ich dann Unholy Rush kennengelernt. Damals hat er dann noch einen anderen Account. Der hieß ja noch anders. Wie er jetzt hieß, das erwähne ich nicht, damit ihr Spaß dann alle sperren könnt. Da sehe ich erstmal gar nicht ein. Oh Gott. Bete, dass meine Jump-Run-Skills erfolgreich sind. Oh Gott. Okay, das habe ich aber mich gerade nur mit meinen Arschhahn dran klammern können, ey. Ja, oh, ich bin wieder voll in der melancholischen Stimmung, ey. Das merke ich jetzt gerade mal total. Ja, was ich jetzt in diesem Video sagen möchte, ich weiß nicht, wann das oben kommt, wie es dann noch ist, aber ich habe vorhin mal wieder darauf geguckt, 198 Abonnenten, Leute, also bei 200 gibt es ein Special, freut euch drauf. Ich bin echt gespannt, ob wir die 200 noch vor Weihnachten erreichen. Komm, episches Treu-Battle. Wie viel hält denn der aus? Ey, das war aber einiges. Aua, aua, aua. Au, 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 nein! Verdammt! Ach, du bist doch eine dumme Hure, bist du, ey, ein Lappen. Nein! Knappjes, ey, knappjes, knappjes, knappjes. Schaumap. Soll ich der Map jetzt Hallo sagen? Okay, egal. Oh, ich schweif zu leicht vom Thema ab. Es kann nicht so wahr sein. Ich wollte ja weiter erzählen und... Ja, mit Elite One-Up, ich weiß noch, wie will ich damals die ersten kennengelernt. Boah, ich weiß noch ganz genau, mit denen habe ich schon längst keinen Kontakt mehr, die habe ich schon zum Beispiel wieder von Skype gelöscht. Aber ganz damals, wo ich das erste Mal gefragt wurde, hast du Skype? Boah, genau, da hatte ich noch dieses 10 Euro, genau, das war auch damals mein eines Geschenk noch zum 3DS dazu. Das war noch ein 10 Euro Headset vom Saturn. Qualitativ hochwertig, also das kommt... Ah, da, ich sage jetzt mal nicht, wie die Qualität von damals war. Die war nämlich echt ein Graus. Aber damals habe ich mir dann Skype geholt, und dann mit denen geskypt habe, das war einmalig. Also durch Brickforce bin ich im Prinzip zur modernen Welt gestoßen. Abgesehen von meinem Handy beim nächsten Abo-Special oder so. Oder mal im Livestream, wenn ich den dann mal machen werde. Ist übrigens schon angekündigt, was ich jetzt schon unter das letzte Brickforce-Video gehauen habe. Was ich unbedingt machen wollte, die ganze Zeit, was ich aber, wozu meine Internetleitung leider zu schlecht ist, wenn ich das nächste Mal bei Max bin und wir die erforderlichen Dateien heruntergeladen haben, will ich auf jeden Fall einen Brickforce-Livestream mit euch machen. Komm. Nein. Das wollte ich schon immer mal mit euch machen und, also ich meine so Fame wie jetzt, sagen wir mal, Schilling oder Spieletrend, wie er heißt.
So Fan bin ich nicht, mich kennt jetzt kaum einer. Hey Leute, könnt ihr mal Let's Play downloaden von Twump? Wer ist gut, nicht schlecht, bitte. Ich glaube, der weiß gerade nicht. Let's Play, alles klar. Also ihr seht, Leute, wir sind mit ein paar Lappen im Raum, die nicht richtig schreiben können. Und boah, Leute, also ohne Spaß, ich glaube, ich muss mal irgendwie in so eine Rubrik... Nein, ich verpeile gerade alles total. Ich glaube, ich müsste mal so eine Kasse aufmachen, in die ich jedes Mal 50 Cent reinwerfe, wenn ich vom Thema abschweife. Boah, ich glaube, da würde ich hier aber mir bald eine neue GeForce GTX 480 holen können, ey. Allein jetzt schon... Nein! Nein! Du dummer Lappen! Ah! Ah! Au, das hat jetzt wehgetan. Jetzt habe ich mich selbst geschlagen. Au. Boah, das Video wird so lang sein, ey. Da werde ich für den Upload fast 10 Stunden brauchen, ey. Oh, Mann. Aber gut, Leute, für euch mache ich das. Ich hoffe halt nur, dass ich das noch vor Sonntag hinkriege. Wie ihr es sicherlich bemerkt habt, ich sende Videos gerade im 2-Tage-Rhythmus. Und eigentlich wollte ich schon länger das mal... Lol. Eigentlich wollte ich den Dornblaster testen. Jetzt bin ich hier auf Sniper Hill mit der Snake Gold. Geh. Gut, dann zeige ich noch mal ganz kurz für alle, die... Lol, was ist denn jetzt im Shop? Schicke Pauper, oder muss ich heute mal payen? Mist. Na gut, Leute, also das war's von meinem Let's Play. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, habt eine schöne Woche. Haut rein. Und tschüss.